Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Ja, hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit einem neuen Format, Half-Life 2 in der Update-Edition, also die überarbeitete Fassung mit einer besseren Grafik. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, wir fangen heute an mit dem ersten Kapitel. Ich wünsche euch viel Spaß. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Ja, das war mal eine ganz klare Ansage. Wer sich noch daran erinnert, zuletzt hat mir Zane unter Kontrolle gebracht und ja, sind dann in die Dienste des G-Man getreten. Schauen wir mal, was er jetzt für Aufgabe für uns hat. Wann bist du denn eingestiegen? Tja, weiter geht's nicht. Willkommen! Willkommen in City 17! Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen... Willkommen in City 17. In Sicherheit. Schauen wir mal, wie wir hier Sicherheit sind. Das ist alles, was ich noch habe. Weitergehen. Los jetzt. Gut, bin unterwegs. Waren Sie die Einzigen im Zug? Oh, kann man aufmachen? Gut. Willkommen! Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. Okay, man hat deutlich mehr Interaktionen. Mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Schon wieder Dr. Green? Ich bin stolz, den konnte ich in City 14 schon nicht aufhören. Das würde ich nicht sagen. Daher möchte ich es in Operationsbasis bleiben. Durchreisen, zurufen. Willkommen in City 17. In Sicherheit. Zurücktreten. Bewegung. Ich kann jetzt auch nicht drauf anlegen hier, hä? Oh, weh. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Tja. Ich
außerdem? Nein, geht schon. Zurück! Ja, ich brauche was Privatsphäre für das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern. Barney, die alte Hütte. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Dr. Kleiner. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleiners Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Na. Knifte wäre mal nicht schlecht hier. Oder mal Brennstamm. Schnell mal durch das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später. So. Ach, hier geht's hoch. Okay. Wir sehen uns bestimmt später nochmal. Fass dich mit einem biologischen Kernaspekt und der Spezies der Allgemeinheit. Zugehörige Sehnsüchte und Befürchtungen. Doch sind auch nicht gestellte Fragen zu erahnen. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Mit welchem Recht treffen sie diese Entscheidung für die Menschheit? Wird das Hemmfeld je wieder abgeschaltet? Werden wir uns wieder fortpflanzen? Nett. Erlauben Sie mir, mich mit diesen tiefer liegenden Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen. So, wo müssen wir jetzt hin? Oh, ich glaube, ich gesagt. Zunächst ist zu beachten, dass wir als Spezies endlich Unsterblichkeit erlangen können. Also nur zur Info, ich habe es auch mal hier auf Schwierigkeitsstufe schwer gestellt. Mal sehen, wie es dann läuft. Beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Tja, dazu gibt's ja leider Parallelen. Ja, cool. Na, kriegen wir's hin?
durch. Freundliche Grüße an besorgte Bürger. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich dachte, du wärst ein Bulle. Ihre Frage befasst sich mit einem biologischen Kernaspekt unserer Spezies. Sind Sie die anderen? Ich sag's ja, als nächstes holen Sie uns. Mann, ich hoffe, du hast immer. Tja, das Programm war eh langweilig. Ich halt's nicht mehr aus. Das wird schon sein. Was sollen wir nun tun? So, wo müssen wir denn lang? Ich glaube, dass hier eh noch nichts zu finden gibt. Wann hört das endlich auf? Bitte. Achtung, Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Oh. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständige Ration. Hoch zum Dach! Jetzt beeil dich doch! Da kommen sie! Hilfe! Nichts wie weg hier! Hoch zum Dach. Priorität Personenkontrolle. Signierverdächtigen als Bürger. Bitte gehen Sie an Ihren Inspektionsplatz. Schnell, rein hier! Lauf weiter! Auch eine Waffe. Mal beeilen und hier nicht rumtrödeln. Okay, da unten kommt schon ein Fahrzeug. Ich glaube, das sind wegen mir hier. Nur treffen tun sie nichts. Hier drüben! Vorsicht! Ha, nein, nächstes! Na, Alex. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Los, Beeilung! Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. So, und die eine Waffe? Nee, nur diesen komischen Elektrostab, ne? Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Nö. Er war auch bei Black Mesa dabei, der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Hier durch. Cooler Geheimgang. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Ja Leute, wir wären schon durch mit dem ersten Kapitel. War ja auch mehr eine Einführung. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da, dadurch unterstützt ihr mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.